Der Kreisverkehr Kamener Straße, Kleine Weltstraße in Pelkum wird wahrscheinlich neuer Orientierungspunkt, benannt nach Horst und Mai. Grund ist die von Christel Lechner gestalteten Figuren Alltagsmenschen Horst und Mike, obwohl die Ähnlichkeit kaum übereinstimmt. Das Thema meiner Arbeit ist ja der Mensch im Alltag. Und dieses Thema, an dem arbeite ich natürlich schon 20 Jahre, das bespielt eigentlich eben unheimlich viele Situationen unserer alltäglichen Situationen, in denen wir uns als Menschen befinden. Horst Rubesch, einst gefütterter Kopfballspieler, Vize-Weltmeister 1982, ehemaliger Trainer der U21 und jetziger DFB-Sportdirektor, kam aus diesem Anlass in deine Geburtsstadt, um bei einer Figur, die ihn darstellen sollte, Taufpate zu sein. Doch bevor es soweit war, begrüßte er alte Freunde und Weggefährten. Eine ehemalige Schülerin hatte ein Foto mitgebracht, auf dem er mit Schlägermütze bei der Einschulung in Pelkum zu sehen ist. Der Kontakt wurde mit Hilfe von Wilfried Bülling hergestellt. Udo Schulte, Bezirksvorsteher von Pelkum, hatte den Sekt für die Taufe besorgt und gab die Entstehungsgeschichte bekannt. Das ging über 25.000 Eck. Dann habe ich das über den Bruder gemacht und auch welche, die ihn gefördert haben. Und so habe ich dann einen Kollegen, mein Freund, der wohnt bei mir auf der Straße, die haben zusammen Handball gespielt. Und da hat er sich dann gemeldet, was will der von mir, ne? Und so ist das entstanden. Der zweite, jüngere, Ex-Fußballprofi ebenfalls, Hamenser, Mike Hanke, war bei der WM 2006 Dritter. Er hatte beim TuS Wischerhöfen mit dem Fußballspielen begonnen und ist in die Selmiger Heide-Schule gegangen. Er hatte bei Borussia Mönchengladbach, Schalke 04 und VfL Wolfsburg als Profi gespielt. Ja, meine sehr verehrten Damen, die Taufe wurde dann von Horst Rubesch und Mike Hanke vollzogen. Und Mike Hanke, die sich bereit erklärt haben, die Patenschaft über eine dieser Figuren zu übernehmen. Einmal den Horst und einmal den Mike. Ich freue mich, dass der Oberbürgermeister auch gekommen ist. Aber nichtsdestotrotz, die Suche ein, der sich immer versteckt. Der Wilfried Bülling ist nämlich derjenige, der mir geholfen hat, endlich einen Termin mit Horst Rubesch zu bekommen. Das war gar nicht so einfach, ja? Aber nichtsdestotrotz, Wilfried, du brauchst dich nicht verstecken. Nochmal herzlichen Dank. Komm her. Einmal gebe ich dir jetzt die Flasche nicht zum Trinken, sondern dass der Horst heißt. Also da taufe ich ihn auf den Namen Horst. In den Kragen. Wie das so üblich ist. Ja. Normalerweise kann ich wieder mal einen Horst. Ja, gut. Bevor der Oberbürger... Mach mal, ja, den. Lass doch mal Mike auch noch taufen. Der Mike kommt jetzt hier. Nicht den kleineren. Der kleine Mike. 33 Jahre ist er jetzt. Wenn man das so guckt, passt das ganz genau in der Größe. Ich habe ihn aber eben auf meinem Bild so groß gesehen. Schön. Ja. Über einmal, oder? Ja. Glaube ja, mal, ich kann mehr vertragen, oder? Letztens aber eben noch mal anders. Das ist eine ganz tolle Initiative, die der Bezirksvorsteher hier zustande gebracht hat. Es ist klasse, dass wir zwei Sportler, zwei Fußballer aus Hamm hier sozusagen als Paten haben. Und ich habe eigentlich nur einen Wunsch, dass es diesen beiden Figuren besser ergeht als Gerda. Dass nicht irgendwelche Vandalen meinen, sie müssten hier im Grunde sich austoben, denn das ist eine tolle Initiative, wie man ja auch sehen kann, dass bei diesem bescheidenen Wetter doch so viele hierher gekommen sind. Ich gratuliere dem Bezirksvorsteher, aber natürlich auch den beiden. Gut, bei Mike Hanke muss ich noch mal eben gucken mit den Ähnlichkeiten bei den Figuren. Aber ja. Das ist einfach die auch gute Haare. Aber nochmal, klasse Aktion und ich hoffe, dass wir viel Spaß daran haben und dass viele, die hier vorbeifahren, das dann auch zur Kenntnis nehmen. Die Lage der Stadt ist die schön. Wunderbar, danke. Hier ist die Tasche. Gut, danke dir. Wenn ihr einkaufen geht, habt ihr
Vor dem offiziellen Gruppenbild überreichte Udo Schulte, Bezirksvorsteher von Pelkum, ein kleines Erinnerungsgeschenk als Andenken an die Paten. Ja, genau. Ja, da wollte ich nur sagen. Achtung. Es sieht hart wie um. Wo ist denn deine Frau? Die ist nicht dabei heute. Nein, das kann nicht sein. Oben drauf, ja. Oben drauf, ne? Ja. Was kannst du hier auch nochmal unterschreiben? Das ja. Ist mich noch. Oh, ja, ich muss jetzt überlegen. Klaus Frese. Klaus Frese, Klaus. Als bleibende Erinnerung bei den Zuschauern an das Ereignis sorgten die beiden ehemaligen Fußballspieler auch bei strömenden Regen Foto- und Autogrammwünsche zu erfüllen. Einmal hier gucken, bitte. Ja, machen wir. Die junge Dame. Perfekt. Dankeschön. Ja. Bitte, bitte. Klaus! Ist das so ungefähr so als die Einzige?